Wir sind bei Qualcomm in Berlin auf der IFA 2013 und hier haben wir die TOC Smartwatch. Das ist im Prinzip ein Companion-Gerät für Smartphones. Die soll innerhalb der nächsten Monate auf den Markt kommen, rechtzeitig vor Weihnachten, und wird dann direkt von Qualcomm vertrieben. Das ist ungefähr das einzige und erste Mal, dass Qualcomm selbst in den Retail geht. Das ist allerdings vorerst nur für die USA vorgesehen, das Gerät auf den Markt zu bringen. Und wir wollen mal einen kleinen Vergleich wagen zwischen der mit einem Mirrorsol-Display ausgestatteten Smartwatch von Qualcomm und der Galaxy Gear Smartwatch von Samsung. Und der Unterschied wird schon sehr deutlich, wenn man auf die Displays schaut. Wir stehen hier gerade mitten in der Sonne und bei Qualcomm kann man noch einiges lesen, während bei Samsung das Ganze schon wesentlich schwieriger aussieht. Wir haben hier gerade ein bisschen das Problem, dass die Batterie bei der Samsung-Uhr stirbt. Allerdings gibt es eben ein paar entscheidende Unterschiede, denn die Qualcomm-Uhr kann, wie gesagt, in der Sonne abgelesen werden. Wir müssen dazu noch nicht mal die Hintergrundbeleuchtung anschalten, sondern das ist ein Mirrorsol-Display. Funktioniert so ein bisschen so ähnlich, ist so aufgebaut wie die Flügel eines Schmetterlings zum Beispiel, sodass das Licht durch eine Luftkammer reflektiert wird und dadurch selbst in der Sonne noch gut ablesbar ist, ohne dass eine Hintergrundbeleuchtung benötigt wird. Hardwaremäßig bewegen wir uns auf zwei sehr unterschiedlichen Leveln. Die Samsung-Uhr hat einen 800 MHz-Chip integriert, das ist ein Single-Core, dem 512 MB Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen und 4 GB Onboard-Speicher. Bei der Mirrorsol-Uhr von, oder bei der TOC von Qualcomm ist ein ganz einfacher Cortex M3 ARM-Prozessor an Bord, der nur sehr einfache Aufgaben übernehmen soll. Das sorgt dafür, dass die Akkulaufzeit erheblich verlängert wird. Wir bewegen uns also im Bereich so zwischen 3, 5 und mehr Tagen, während die Samsung-Uhr nur maximal 25 Stunden durchhält im Dauerbetrieb, also ständig geladen werden muss. Außerdem gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Wir gehen mal kurz in den Schatten, da sieht man das dann nämlich, wenn wir hier Schatten finden. So wird nämlich die Qualcomm-Uhr auch ohne die Hintergrundbeleuchtung funktionieren. Hier oben gibt es allerdings die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung anzuschalten, sodass man auch im Dunkeln die Uhr noch ablesen kann. Im Schatten sollte sie eigentlich auch ohne das Licht auskommen. Dazu sind hier oben jeweils Touchsensoren integriert. Man tippt also zweimal auf das Armband der Uhr und schon wird die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Am unteren Ende ist sozusagen die Standby-Taste und es gibt eine Reihe von verschiedenen Watchfaces sozusagen, also Uhr-Varianten. Wenn ich im Standby bin, das ist die ganz normale Betriebsversion, da funktioniert der Touchscreen, da kann man dann zwischen verschiedenen Apps wechseln, aber die zeige ich gleich noch. Gehen wir also zurück in den Standby und da ist die Besonderheit, dass dann auch der Touchscreen deaktiviert wird, sodass nicht dafür auch noch extra Strom benötigt wird. Und dann ist hier unten einfach nur noch ein kleiner Touchstreifen, der ist kapazitiv und man kann auf ihm zwischen den verschiedenen Uhr-Interfaces wechseln. Da gibt es dann Varianten in digital und analog. Jetzt habe ich es gerade wieder aktiviert, das Gerät. Machen wir es nochmal zurück in den Standby. Wenn wir jetzt hier durchwechseln, dann sieht man eben diese verschiedenen Uhrvarianten, die dann unter anderem anzeigen, dass da das Telefon nicht verbunden ist. Hier oben würde normalerweise das Wetter erscheinen und hier ist die Uhrzeit und das Datum. Gibt es verschiedene Varianten, wie gesagt, verschiedene Designs, die ganz nach Belieben eingesetzt werden können. Man kann sich allerdings auch wertvolle Informationen aus dem Internet anzeigen lassen, die zuvor vom Smartphone aus per Bluetooth 4.0 synchronisiert wurden. Das sind dann eben zum Beispiel hier der Aktienkurs von Qualcomm oder eben auch, wenn wir wieder zurückkommen, ich berühre andauernd unten das Touch-Armband, so wie ich die Uhr gerade halte, deswegen immer diese kurzen Sprünge ins Hauptmenü. Wenn wir ganz zurückgehen, dann haben wir hier ganz vorne noch einen Kalender zum Beispiel. Wenn man also viele Meetings hat, dann kann man sich hier stromsparend, ohne aufs Handy gucken zu müssen, die nächsten Termine anzeigen lassen. Und auf Wunsch geht man dann eben einfach hier rein und kann sich hier in Farbe den gesamten Kalender anzeigen lassen. Es gibt eine Reihe weiterer Apps, zum Beispiel eben die Telefoniefunktion. Damit können sich Anrufe starten lassen oder beenden lassen. Man kann außerdem Termine festlegen und ähnliche Dinge. Es können auch Nachrichten geschrieben und verfasst werden. Dazu müsste man jetzt einfach nur aus einer Reihe von vorgefertigten Nachrichten auswählen. Der integrierte Speicher dient unter anderem dazu, einen kleinen Music Player zu realisieren. Mit den 4 GB kann man dann sicherlich ganz gut auch unterwegs Musik hören. Wir gehen mal wieder zurück. Da haben wir hier noch das Wetter zum Beispiel. Wird dann wahrscheinlich verschiedene Varianten von Apps geben. Weiter geht's mit den Aktienkursen. Hier sind die Verbindungen und Einstellungen zum Smartphone. Und hier drüben haben wir dann nochmal den Airplane-Modus und ähnliche Dinge, um die ganzen Videofunktionen und alle anderen Sachen zu steuern. Bei der Galaxy Gear, die bei uns jetzt leider langsam den Strom verliert, gibt es einen Haufen Apps, da läuft ein abgespecktes Android drauf, sodass ihr damit deutlich mehr machen könnt. Es sind allerdings nur um die 200 Apps bisher wahrscheinlich angekündigt.
Die Uhr dürfte deutlich teurer sein als die Qualcomm-Uhr, die für rund 300 Euro bzw. Dollar auf den Markt kommt. Die Samsung-Uhr dürfte sich ein bisschen weiter oben bewegen, hat allerdings auch noch ein paar andere Unterschiede, eben zum Beispiel diese 1,9-Megapixel-Kamera. Und hier unten sieht man einen weiteren großen Unterschied, während Samsung in seinen Verschluss hier unten ein Mikrofon einbaut, sodass man die Uhr auch zum Telefonieren benutzen kann. Man muss sie sich nicht unbedingt neben den Kopf halten, aber dann wird wahrscheinlich die Gesprächsqualität im Freien besser. Bei der Qualcomm-Uhr steckt dagegen hier unten der Akku drin, sodass man, wenn man sie nebeneinander hält, sieht, dass die Qualcomm-Uhr ein kleines bisschen dünner ist als die Variante von Samsung, weil der Akku eben in den Verschluss verlegt wurde. Ja, das sind die Qualcomm Talk und die Samsung Galaxy Gear Smartwatches im Vergleich auf der IFA 2013. Dankeschön.